Kennen Sie schon Giersch? Giersch ist ein ganz tolles Kraut, eine wildwachsende Pflanze, in unserer Region sehr weit verbreitet. Es wuchert ohne Ende. Ich glaube, die meisten Gärtner hassen diese Pflanze. Dabei ist sie richtig mineralstoffreich und spendet uns Chlorophyll. Ist also eigentlich ein ziemlich wertvolles Kraut im Garten. Während andere geflucht haben, habe ich mich letzten Sommer sehr gefreut, als ich es bei uns im Garten entdeckt habe. Und ich habe es einfach in den Mixer geschmissen. Ja, und dabei ist mir dieses Rezept eingefallen mit Kakao, Spirulina. Dann habe ich noch Cashewmus zugegeben. Sie können aber auch Mandelmus nehmen. Ein Avocado. Sie können aber auch sehr gut mit Bananen arbeiten. Das schmeckt dann auch super lecker zu dem Kakao. Ja, und der Giersch. Und zubereiten wird das der Turbo-Mix. Das geht ganz ruckzuck im Turbogang. Ich fange einfach mal an. Der Giersch kommt direkt in den Mixer. Dann gebe ich da die Avocado hinzu. Ich werde nur eine halbe Avocado nehmen, weil diese hier recht groß ist. Dann Kakao. Und dann habe ich hier etwas ein bisschen ungewöhnlich vielleicht. Sie können ganz toll mit Agavendicksaft süßen. Und weil ich aber Datteln eingelegt hatte, werde ich dieses Dattelwasser verwenden zum Süßen. Das hat nämlich sehr viel von den süßen Datteln aufgenommen und ist damit eigentlich perfekt weiterhin nutzbar. Dann kommt Spirulina. Und zum Schluss das Cashewmus. Das habe ich auch schon gut aufgebraucht, wie man sieht. Das schmeckt nämlich einfach fantastisch. So. Noch alles rausgeholt aus dem Glas. Und jetzt kommt noch Wasser hinzu. Und wenn Sie mögen, können Sie da auch prima Eiswürfel mit reinschmeißen. Dann bekommen Sie gerade im Sommer einen richtig erfrischenden, leckeren Kakao. Und los geht's! Kleinen Tipp kann ich Ihnen noch geben, gerade beim Turbo Blend, weil er sofort auf 180 ist quasi, ist es wichtig, dass der Deckel richtig gut verschlossen ist. So, und jetzt kann ich es mir schmecken lassen. Also dieser Smoothie ist wirklich toll. Er liefert Chlorophyll, essentielle Fettsäuren von der Avocado und außerdem schmeckt er richtig lecker nach Kakao. Und er ist ganz fein, also richtig cremig.